Heute testen wir den Head Super Shape E-Speed. Genau der richtige Ski für sportlich ambitionierte Skifahrer, die es gerne mal so richtig krachen lassen. Viel Spaß mit dem Video. Hi, ich bin der Nick. Ich bin Mitglied im Profitest-Team beim DSV Skitest. Und ich befinde mich hier im wunderschönen Pitztal bei absoluten Top-Bedingungen und teste für euch heute den Sportcover Head Super Shape E-Speed auf Herz und Nieren. Ich habe richtig Bock drauf und wünsche euch viel Spaß mit den Aufnahmen. Los geht's! Oh, das ist ja meine absolute Vollwaffe! Die ersten Fahrten haben jetzt schon richtig Laune gemacht. Das Wetter und der Schnee sind echt super. Jetzt würde ich euch ganz gerne als erstes mal ein paar Fakten zum Ski durchgeben. Dann drehen wir noch eine kleine Runde und dann schlussendlich ziehen wir ein Fazit. Der Head Super Shape E-Speed ist ein Sportcover. Das heißt, der ist geeignet für sportlich ambitionierte Fahrer, die auch gerne mal etwas höhere Geschwindigkeiten fahren. Ja, der Ski, den ich hier gerade fahre, hat eine 68er Mittenbreite. Und das in Kombination mit dem EMC, dem elektronischen Dämpfungssystem von Head, sorgt dafür, dass der Ski sehr ruhig auf der Piste liegt und dosiert bzw. präzise gesteuert werden kann. Ja, zudem ist in diesem Ski Graphen und Titanal verbaut, was dafür sorgt, dass der Ski unglaublich leicht und stabil wirkt. Ja, diesen E-Speed, den ich hier gerade fahre, den fahre ich in einer 1,77er Länge bei einem 15,3 Meter Radius. Und für eine Skilängenempfehlung bei Sportcovern würde ich sagen, dass man ihn sich ungefähr zwischen der Kinn- und der Augenhöhe kauft. Aber für genaueres lasst euch gerne bei eurem Sport 2000 Händler beraten. Aber jetzt genug zu den Fakten. Jetzt drehen wir noch eine kleine Runde und dann sehen wir uns wieder zum Fazit. Also auch bei den weichen Verhältnissen kann ich den Ski echt dosiert und präzise steuern. Das gefällt mir sehr gut. Weiter geht's. Jetzt nach unseren letzten Kurven heißt es Fazit ziehen. Ich würde den Head Super Shape E-Speed als einen variablen und problemlos zu fahrenden Sportcover bezeichnen. Ich konnte diesen Ski mit überschaubarem Kraftaufwand unkompliziert in allen Radien fahren. Besonders gut gefallen hat er mir aber in mittleren und langen Radien. Dort hat er sich sehr präzise fahren lassen und sich sehr sportlich angefühlt. Ich würde sagen, dass dieser Ski perfekt ist für alle die, die bei hohem Tempo über die Pisten karven, aber auch die, die die Kurven eher moderater andriften. Und aus diesen Gründen ergeben sich für mich folgende Bewertungen. Bei der Drehfreudigkeit gebe ich ihm eine 4 von 5, weil ich ihn als sehr agilen Ski erlebt habe. Ja, dieser Ski zeichnet sich durch einen sehr hohen Kantengriff aus, also bei mir hat der Ski eigentlich immer gegriffen, deshalb gebe ich ihm eine 4,5 von 5 beim Kantengriff. Ich konnte alle Radien sehr präzise ansteuern, aus diesem Grund gebe ich ihm eine 4,5 von 5 bei der Kurvensteuerung. Ja, bei der Laufruhe gebe ich dem Ski eine 4,5 von 5, einfach weil der Ski bei mir fast nie geflattert hat und immer super auf der Piste lag. Ja, und trotz seiner Sportlichkeit ist der Fahrcharakter dieses Skis relativ fehlerverzeihend. Ich hoffe, dir hat dieses Video weitergeholfen. Auf unserem Kanal findest du noch mehr Sport 2000 Skitest-Videos. Zum Beispiel ist hier schon das nächste verlinkt. Direkt reinklicken und viel Spaß beim Skifahren. Servus!